da hat's mir doch glatt den Spielstand zerschossen. Folge 3, Staffel 3 von Faster Than Light. Ja, mein Spielstand weg. Ich muss leider nochmal von neu anfangen. Ich will jetzt nicht lange labern, sonst ist das ja dämlich. So, bla bla bla. Kennen wir schon. Da. Mensch steuert. Mentis kommt da rein. Ich, fetter Fettsack, komm. Ja, lass ich mal Moderaum da. Du da. So passt das. Also wir haben Afan, Dengler, mich, Lenny, mich Fettklops da und Remo haben wir da. So, viel weit sind wir eh nicht gekommen, aber es ist schon schade jetzt eigentlich. Zwei Leute verloren und naja, egal. Gucken wir mal und hoffen mal, dass der Spielstand nicht wieder zerschossen wird. Ich werde jetzt erstmal hier hingehen oder dahin. Ich könnte hier hingehen, dann mache ich da erstmal was. Und dann gucke ich. Na okay, hier ist nichts. Dann gehe ich hier hoch, weil hier in diesem. Oh scheiße, hier muss ich ganz schnell weg. Komm. Das versuchen wir jetzt mal ganz schnell hier hinzukriegen. Das ist schlecht, Sonne. Ne, was ich meinte ist, dass wir. Diese Nebelsektor können wir diese. Also die Rebellenflotte ziemlich schnell abhängen und das wäre natürlich ein Vorteil. So, da greift er schon gleich an und. schon wieder in so ein Idioten-Ding. Gleich das hier getroffen. Machen wir mal so. Oh, fuck. Ionen und dann auch noch diese Sonne. Oh. Ah, das ist nicht gut. Oh, meine Türsteuerung wurde natürlich getroffen. Warum auch nicht? Dann müssen wir wohl das Ganze hier verlagern. Und ich habe Autofeuer vergessen. So. Das hat er schon mal nicht mehr. Ich bin ja immun gegen Feuer. Also dieser Steinbrocken ist immun gegen Feuer. Du kannst wieder zurück. So, Burst Laser greift wieder an. Bam, bam, bam. So, du reparierst mal das, solange ich das repariere. So, jetzt haben wir wieder Feuer. Ah, aber jetzt können wir auch was dagegen machen. Ne, noch nicht. Das ist ja noch nicht gemacht. Dann... Wie weit ist denn der Raum da hinten? Türsteuerung ist fast fertig. Dann warte ich kurz. Dann machst du das mal hier. Und du reparierst hier. So, jetzt haben wir schon geschafft. Durch den FTL müssen wir ganz schnell laden. So, und da will ich auch nicht lang rummachen. Da gehe ich gleich weiter, weil sonst brennt man hier noch ab. Und hier ist gar nichts. Oder? Oh fuck. Du gehst bitte dahin. Wir sehen einfach nichts, weil hier Nebel ist. Aber das ist alles. Ich mache hier auch mal auf. Nur so zur Sicherheit, wir sehen ja nichts. So, du reparierst weiter. Remo muss mal... Komm, Remo, hilf dir mal. Feuer da. Gut, es erstickt jetzt. Dann ist das gleich wieder geschafft. So, fertig. Schildraum, der brennt. Machen wir zu hier. So, der ist wieder okay. Du bist wieder... Nee. Remo, du musst jetzt noch in die Krankenstation gehen. Ich mache alle Türen zu. Feuer ist weg. Normalerweise. Ja, Oxygen steigt wieder. Gut, dann Remo. Hopp. Werd wieder gesund. Kiste da rein. Und dann jumpen wir weiter. Da ist Distress. Ich habe jetzt endlich geschaut, was es ist. Jetzt weiß ich aber gerade nicht mehr, was es ist. Doch, jetzt weiß ich wieder. Ach, das ist sowas wie ein Notruf. Also Not. Ist einfach da Not. Da wird Hilfe benötigt, sozusagen. Das ist so wie, sowas wie Notruf. Da herrscht halt ein Notzustand. So kann man es erklären. Attack the ship. Immer attack the ship. Burst Laser auf Waffensysteme. Die haben hier Laser und ein Beam. Ein Hellbat Beam anscheinend. Guck mal, was daraus wird hier. Und er schießt. Ah, gut. Verfehlt. Mit dem kommt er eh nicht mehr, mit dem anderen Laser. So, dann auf Schilde. Mit dem Ding kommt er eh nur durch unsere Schutzhülle. So, komm, kratz die Schilde an. Perfekt. Schilde sind außer Fecht gesetzt, dann ziele ich hier drauf.
Ich glaube, hier gibt es ja auch so, ja, da gibt es auch Abkürzungen. Ich habe gerade vergessen, man kann ja auch mit 1, 2, 3, 4 seine Waffen hier steuern. Perfekt. Jetzt läuft es schon viel besser als in der ersten Runde. Oh, und da kriegt man eine Rakete, ein Drohnenstück und 20... Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich es nenne. 20 Müll, 20 Metall, wie auch immer. Ein Augment kriegt man auch. Und das ist ein Shield Charge Booster. Wird wahrscheinlich das Schild schneller laden lassen. Ah, den baute ich gerade auf. Bauen wir gleich mal ein, oder der ist schon eingebaut. Der gibt Boost the Ship Shield Recharge Rate by 15%. Das heißt, 15%ige Beschleunigung des Schildladens. Das war jetzt eine sehr schöne Umschreibung. Ich muss mich mal beeilen hier. Oder was heißt beeilen? Ich muss mich mal gucken hier, dass ich schnell nach... Nein, ich muss nicht handeln. Brauche ich nicht. Ich muss hier runterkommen, bevor die kommen, diese Rebellenflotte. Ah, hier haben wir eine schöne Drohne. Ein Rebellenscout. Jo. Mach mal fertig, indem wir auf die Schilde gehen. Erstmal. Oder nee. Lieber auf die Waffensysteme. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber. Ah, gut, er trifft den Bescheid. Gut, jetzt hat er keine Waffensysteme, jetzt kann ich auch aufs Schild hauen. Läuft schon viel besser als beim ersten Mal. Muss man dazu sagen. Und ja, es sieht immer noch aus wie ein Penis. Zwar ein bisschen komische Eier, aber wollen wir nicht drüber sprechen. Das wollen wir jetzt nicht näher analysieren. Komm, hopp, jetzt haben wir ihn. Also, was kriegt man denn? Wir kriegen 3 Benzin, 2 Raketen, 23 Müll. Und dann kaufen wir uns gleich mal was. Wir kaufen uns 2x Schild, Türensysteme und Energie. Türensysteme aus dem Grund, weil die ja vorhin im Arsch waren und was nicht gerade geholfen hat. Also man kann dann dieses Feuer nicht so kontrollieren, wenn die Türensysteme vor allem getroffen sind. Wenn sie einmal getroffen werden, habe ich immer noch die Steuerung darüber. So. Wenn die Rebellion komplett ist, dann wirst du sehen, wie viel sicherer die Welt dann ist wegen uns. Oder weil wir sie sicherer machen. Wirst du leider nicht, weil du... But you get the point, ja gut. Weil du kriegst die Antwort, die Aussage, wie auch immer. Und sie laden ihre Waffen und haben eine Drohne. Gut, erstmal auf die Ding. Ich habe jetzt das Ding hier, die 1 verwendet, nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt so rüber gezielt habe. Ist doch ein bisschen einfacher. Jetzt immer da runter zu klicken. So, Waffensysteme, die haben anscheinend nicht so starke Waffensysteme, weil die jetzt schon ausgeschaltet sind. Nehmen wir mal darüber. Was haben die für eine Drohne, so eine Ding-Drohne? Ja gut, erstmal aufs Schild. Oder? Na komm. Gehen wir erstmal auf die Drohnensysteme. Kann ich ja nicht währenddessen auf das Schild wieder gehen? Nee, ne? Gut, jetzt haben sie keine Drohne, dann ist die jetzt schon mal weg. Dann nervt sie nicht, weil die haben ja eh nicht so starke Waffensysteme jetzt. So, und aufs Schild. Nein, no surrender. Wie in League of Legends, no surrender. Never ever. Ich will einfach nicht aufgeben. Das ist... Bringt zu nix, führt zu nix. So. Haben wir den auch schon. Den Rebel Rigger. Eine Rakete, ein Drohnenteil und 19 Dingsybums. Sehr schön. Und jetzt... Jumpen wir weiter. Wo jumpen wir hin? Wir jumpen dahin. Zum Storm müssen wir noch nicht gehen. Wir haben ja gerade mal 2 Schaden. Brauchen auch gerade nichts. Nein, ich muss nicht handeln. Also hier wollte mir gerade jemand was anbieten. Da. Und. Da ist der Scout. Your arrival is greeted by numerous computer alerts. Ich würde mal sagen, die wollen uns einfach angreifen. Diese Drohne, die wird uns angreifen. Ganz einfach. Und die hat kein Schild, aber auch kein Stealth. Das heißt, nur auf die Waffensysteme hauen und schon sind wir sicher. Das ist einfach. Also sie machen unser Schild platt und hauen danach
Zum Glück ist der immun gegen Feuer, aber ich. Der Marfan, der hilft hier mal kurz. Weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Jetzt können wir nicht ausweichen gerade, aber Waffensystem haben sie auch keine, also kein Problem. Obwohl, komm, hilf ihm mal. So, eine Rakete, ein Drohnenteil und 25 Müll. Oh, repariert mal schön. Repariert nicht weiter, ne? Nee, repariert nicht. Ich will mal gucken, was können wir noch machen. Machen wir eine Energie hinzu, dann können wir hier den auch powern. So, du bist jetzt gepowert. Dafür brauchen wir auch Energie, haben wir noch. Nee, das halte ich lieber mal auf hier, bevor ich es noch brauche dann. So, dann gehen wir dahin. Dann springen wir in den nächsten Beacon und nicht Bacon. Wir helfen dem Civilian Ship. Also, falls euch das stört, dass ich das nicht mehr so schnell durchlese, weil ich die Texte meistens eh schon kenne, sagt Bescheid, dann lese ich es halt mal vor. Ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Und die haben schon wieder eine Drohne. Das ist wieder ein Rebel Rigger. Ist genau, glaube ich, dasselbe Modell wie beim anderen. Das heißt, die Waffensysteme sind nicht stark. Die haben auch gerade nur eine Waffensysteme. Haben nur ein Waffensystem. Also damit kommen sie nicht weit. Dann schalte ich einfach die Schilde aus. Kann sie direkt angreifen. Weil mit dem hier und mit dem da, da kommen sie nicht weit. Echt nicht. Ich kratze gerade mal die Hülle an. Also nee. Echt. Ernst jetzt. Also wirklich nicht. Guck mal hier. Jetzt kommt gleich wieder das Ding. Und es bringt einfach nichts. So, jetzt sind sie aber fertig. Halleluja. Zwei Raketen, ein Drohnenteil und 19 Müll. Und dann kontaktieren wir das Civilian Ship, dem wir ja geholfen haben. Kriegen einen Treibstoff, eine Rakete, 13 Müll und eine Waffe, eine Hermes-Rakete. Also eine Hermes-Abschussvorrichtung. Also nicht das Postbote so, ne? Die schießen das nicht rum. Sondern eine Raketenabschussvorrichtung von die Hermes heißt. Und die hat 3 Power benötigt, die 14 Sekunden dauert sie zum Nachladen. Damage macht sie 3. Oh, das ist nicht schlecht. Also was wir lieber brauchen und Energie haben, was wir momentan noch nicht haben, dann werde ich das auch mal machen. So, zweites Schild einschalten. Sieht schon viel besser aus. So, jetzt kommen die schon näher. Jetzt gehen wir dahin und fliehen dann demnächst in den nächsten Sektor. Ja, wir fragen hier eine in der Nähe liegende Station für Hilfe und die geben uns, also ein freundlicher Programmierer gibt uns ein Schema für eine Drohne. Jetzt haben wir Scrap 11 und Drohnen Defense Drone Mark, also eine Defense Drohne Mark 1. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das einsetzen können. Ich glaube es nämlich nicht, weil Drohnen, so einen Drohnenraum kann ich mir ja nicht kaufen. Aber ich glaube, man kann sich so eine Drohnensteuerung, glaube ich, kaufen. Dann kann man sich die kaufen? Ich weiß es gar nicht. Doch, kann man, glaube ich, ne? Die ist hier, die Fensdrohne. Die wehrt, glaube ich, Raketen ab. Ja, gut. So, wie lange nehme ich schon auf? 13 Minuten. Gut, passt. You arrived at a long-range beacon. When the FTL drive is charged, you can jump to the next sector. Ja, hier ist anscheinend gar nichts. Ach, da ist was. An advanced Rebel automatic ship remains stationed near a small Rebel space station. Sensors indicate it's a storage vessel for military goods. Das hier beinhaltet anscheinend militärische Vorräte. Und jetzt können wir natürlich Attack the Automated Ship, also diese Drohne angreifen und gucken, nach der Ladung gucken, also nach Militärzeug, oder wir vermeiden das Ganze. Aber das sieht, also muss ich dazu sagen, tut mir leid für das laute Geräusch gerade, sieht ziemlich schwach aus. Das greife ich einfach an, weil warum nicht? Machen wir einfach die Waffensysteme. Ich meine, die haben nur ein Ionending. Damit machen sie eins runter wahrscheinlich, ein Schild. Und damit greifen sie uns vielleicht ein bisschen an. Gut. Naja, das überlebe ich schon. Verfehlt sogar, also. So, jetzt haben sie auch keine Waffensysteme mehr. Jetzt habe ich eigentlich schon gewonnen. Man sollte das zwar nicht so früh sagen, aber
Da bin ich mir todsicher. Bam, bam, bam. Und beide verfehlt. Alle drei meine ich. Ach ja. So, 15 Minuten nehme ich schon auf. Halleluja, da muss ich ja gleich aufhören. Die Folge ist gleich vorbei, ist ja unglaublich. Ja, und mit der Zerstörung, denke ich mal, lasse ich die Folge beenden. Hier kriege ich noch 16 Ding. Und ich investigate natürlich in die Station. Und kriege dann noch 11 Müll, eine Defense-Drohne Mark 1, also noch eine. Gut, mit Drohnen kann ich noch nichts anfangen, aber gut. So, mit diesem Bild und mit diesem Treffer sage ich schon mal Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.